Dazu ist wichtig, um seinen Iman aufrechtzuerhalten, dass man sich daran gewöhnt, so viele gute Taten wie möglich zu verrichten. Eines Tages fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Leute: Wer von euch ist heute aufgestanden und fastet? Abu Bakr sagte: Ich bin es. Dann fragte er: Wer hat von euch heute schon einen Beerdigungszug gefolgt? Abu Bakr sagte: Ich habe es getan. Dann fragte er weiter: Wer hat von euch schon einem Bedürftigen was zu essen gegeben? Abu Bakr sagte: Ich habe es gemacht. Dann fragte er weiter: Wer hat von euch schon einen Kranken heute besucht? Und Abu Bakr sagte wieder: Ich habe es getan. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Kein Mensch wird all das an einem Tag tun, außer dass er ins Paradies eingehen wird. Diese Frage war nicht zwischen dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und zwischen Abu Bakr abgesprochen. Die kam unerwartet. Was bedeutet, dass Abu Bakr daran gewöhnt war, jeden Tag seine Zeit mit guten Taten zu verbringen. Egal, wann man ihn gefragt hätte, und man hätte ihn nach einem ganzen Katalog islamischer Taten gefragt, er hätte einen Großteil davon verbracht. Bei dem Verrichten guter Taten gibt es einige Punkte, die man beachten sollte. Zum einen, dass man sich damit beeilt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرُضَهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. Und wetteifert in guten Taten und strebt nach einem Paradies, dessen Weite von Himmel und Erde entspricht. Das bedeutet, der Muslim sollte nicht seine guten Taten herauszögern. Das ist eine beliebte Falle von Shaitan. Wenn man zum Beispiel zu Hause sitzt und man sagt: Ab morgen werde ich anfangen, die Sunna-Gebete zu verrichten, die zu dem Dhuhr- und Asr-Gebet, zu den Pflichtgebeten. Und der Shaitan wird so lange versuchen, das herauszuzögern und sagen: Ach, du kannst das morgen machen oder übermorgen damit, bis man es ganz vergessen hat. Der Shaitan ist zu einigen Leuten gekommen und hat ihnen so lange morgen, morgen, morgen gesagt, bis sie gestorben sind, ohne zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt zu sein. Vor einer Schlacht hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu seinen Gefährten gesagt: Steht auf für ein Paradies, dessen Weite der von Himmel und Erde entspricht. Und einer der Sahaba hat ihn gefragt: Stimmt das, ja Rasulullah? Das Paradies ist groß vor Himmel und Erde? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Ja. Da sagte der Sahabi: Großartig. Dann fragte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Was hat dich dazu gebracht, das zu sagen? Er sagte: Nichts, o Gesandter Allahs, außer dass ich hoffe, zu den Leuten des Paradieses zu gehören. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm: Du bist einer von ihnen. Als der Sahabi das hörte, hatte er ein paar Datteln in der Hand. Er hat die Datteln sofort weggeworfen und sich in die Schlacht gestürzt und gekämpft, bis er starb. Und er hat gesagt: Die Zeit, bis ich diese Datteln gegessen habe, ist zu lang, als dass ich warten könnte, in die Schlacht zu gehen. Das war die Methodik der Sahaba, der Gefährten des Propheten. Wenn sie die Chance gesehen haben für eine gute Tat, haben sie Wetteifer miteinander und sich bemüht, diese sofort in die Praxis umzusetzen. Dazu sollte man, wenn man gute Taten verrichtet, konstant darin sein, dass man sich bemüht, diese regelmäßig zu verrichten. Allah sagt, oder in einem Hadith Qudsi wird gesagt, dass Allah sagt: Mein Diener hört nicht auf, mir näher zu kommen durch freiwillige Taten, bis ich ihn dafür liebe. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte oder wurde gefragt: Welche Tat ist bei Allah subhanahu wa ta'ala am meisten beliebt? Und er hat geantwortet: Die regelmäßige Tat, selbst wenn sie nur klein ist. Und in einem anderen Hadith wird gesagt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er etwas angefangen hat, das regelmäßig verrichtet hat. Es ist besser für einen Muslim, dass er mit einer Kleinigkeit anfängt, zum Beispiel nur ein einziges Sunna-Gebet am Tag, aber darauf beharrt und es regelmäßig verrichtet, als wenn er eine Woche die höchsten Spitzen erreicht und danach genauso tief wieder fällt. Gleichzeitig, wenn man gute Taten verrichtet, sollte man ständig in der Angst leben, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Taten vielleicht nicht akzeptieren könnte. Aisha fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam über einen Vers im Koran, in Suratul Mu'minun: وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا أَتَوْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ. Und jene, die da spenden, was sie spenden, und ihre Herzen zittern, weil sie zu ihrem Herzen zurückkehren. Und Aisha fragte den Propheten sallallahu alaihi wasallam: Sind das die Alkohol trinken und stehlen? Weil sie sich nicht erklären konnte, wie kann das sein, dass die Leute, die Sadaqa geben, dass sie Angst haben, zu ihrem Herrn zurückzukehren. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete ihr: Nein, o Tochter von Siddiq. Das sind diejenigen, die fasten und beten und Sadaqa geben und Angst haben, dass ihre Taten von Allah subhanahu wa ta'ala akzeptiert werden.
Ulaika yusari'una fil khairat, sagte er. Das kommt im Vers danach. Das sind diejenigen, die sich bei den guten Taten beeilen. Und Abu Dardar, war einer der Sahaba, sagte, wenn ich sicher wäre, dass Allah nur ein einziges Gebet von mir akzeptiert, dann wäre das lieber für mich als die Welt und alles, was sie erhält. Des Weiteren ist wichtig, dass wenn man noch so viele guten Taten verrichtet hat, dass man ständig auf sich herabguckt. Dass man nicht anfängt, hochmütig zu werden. Oder dass man glaubt, man hätte Allah subhanahu wa ta'ala einen Gefallen getan. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte in einem Hadith, selbst wenn jemand von seiner Geburt bis zum Tod auf seinem Gesicht gezogen werden würde, könnte er die Wohltaten Allahs nicht damit wieder wegmachen. Es ist nicht so, dass wir damit Allah subhanahu wa ta'ala einen Gefallen tun oder dass wir was Großes bei ihm werden. Es wird keiner ins Paradies eingehen mit den Taten, die er verrichtet hat, sondern nur durch die Barmherzigkeit Allahs. Die Sahaba haben den Prophet sallallahu alaihi wa sallam gefragt, auch du? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, selbst ich. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nicht durch seine Taten ins Paradies kommt, was kann dann einer von uns davon erwarten? Was uns ins Paradies bringt, ist nur die Barmherzigkeit Allahs. Die Taten, die wir tun, das Wenige, was wir tun, ist nichts weiter als eine kleine Pflichterfüllung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Eine weitere Methode, um seinen Iman zu stärken, ist, sich selbst zur Rechenschaft zu stellen. Der Gläubige ist jemand, der sich jeden Tag, in jedem Augenblick selber betrachtet, der sich seine Taten befrachtet, seine Niyyah hinterfragt. Warum hast du das getan? Warum hast du das gegessen, das getrunken? Warum hast du dieses Wort ausgesprochen? Al-Hasan al-Basri sagte, du wirst keinen Gläubigen finden, außer dass er seine Seele zur Rechenschaft zieht. Er fragt sich, was habe ich mit diesem Wort beabsichtigt? Was habe ich mit diesem Essen beabsichtigt? Was habe ich mit diesem Getränk beabsichtigt? Und Umar ibn al-Khattab sagte, zieht euch selbst zur Rechenschaft, bevor ihr zur Rechenschaft gezogen werdet. Und weckt eure Seelen, das heißt eure Taten ab, bevor sie für euch gewogen werden. Denn das wird die Abrechnung für euch am morgigen Tag einfacher machen. Und Malik ibn Dinar sagte, möge Allah einem Diener barmherzig sein, der sagt, warum hast du diese Tat getan? Warum hast du diese Tat getan? Und dann ermahnt er sich selber und tadelt sich und kehrt zurück zum Buch Allahs und der Sunna des Propheten. Und Hassan al-Basri sagte noch einmal, der Gläubige ist ein Wächter über seine eigene Seele und er zieht seine Seele zur Rechenschaft für Allah subhanahu wa ta'ala. Die Abrechnung am Tag der Auferstehung wird leicht sein für die Leute, die sich vorher selbst zur Rechenschaft gezogen haben in dieser Welt. Und die Abrechnung am Tag der Auferstehung wird hart und schwer sein für die Leute, die das in dieser Welt leicht genommen haben. Zum Schluss bleibt dem Gläubigen noch übrig, dass er ständig Dua macht, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Iman stärkt. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, der Glaube nutzt sich im Herzen ab, so wie sich auch Kleidung abnutzt. So bittet Allah, euren Glauben im Herzen zu erneuern. Und daher kommt dieser sehr bekannte Dua, Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qulubana ala dinik. O Allah, o du, der die Herzen wendet, festige unsere Herzen auf deine Religion. Mit diesem Dua möchte ich diesen kleinen Vortrag für euch abschließen. Möge Allah unseren Iman stärken und unsere Herzen auf seiner Religion festigen. Amen.